Hallihallo und herzlich willkommen hier bei ÖPNV-Simulation. Ich bin's, Debbie, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einem weiteren neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht's um den City Transport Simulator Tram. Wir haben den Livestream jetzt endlich beendet und müssen ganz ehrlich sagen, wir hatten eigentlich doch relativ gute 2,5 Stunden Spielspaß gehabt. Uns sind keine größeren Bugs dementsprechend aufgefallen. Interessant war der Live-Chat gewesen, der dann aber doch so das ein oder andere da reingeschrieben hat und dem Fehler aufgefallen sind. Und die Steam-Rezensionen, ja, die sehen natürlich auch nicht ganz so rosig aus. Dementsprechend habe ich mal so ein paar Leute losgeschickt, so ein paar Bienchen. Die sollten mir mal so ein bisschen was besorgen an Filmmaterial. Und da machen wir heute mal so eine kleine Zusammenstellung an den ganzen Filmmaterial. Insgesamt haben wir hier 30 Fehler erstmal entdeckt. Ich gehe mal davon aus, dass das noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Wenn ihr natürlich noch weitere Fehler habt, dann nutzt doch gerne die Kommentarfunktion und schreibt das am besten doch unten in die Kommentare. Der einzig große Fehler, den ich persönlich jetzt habe, ist, jemand aufgefallen, der meinte, der City Transport Simulator Tram heißt offiziell eigentlich Tram Sim Next. Der Name kommt irgendwie bekannt vor, denn ich glaube, das war mal ein Working-Titel gewesen, der schon ja, nach Dramsim München mal wieder existierte. Jetzt, dadurch den Wechsel zu Dufty Games, konnten sie wohl den Namen nicht mehr übernehmen. Und jetzt heißt die Exe aber trotzdem weiterhin Dramsim Next, aber das Icon selbst heißt City Transport Simulator Tram. Interessant, warum man das noch nicht geändert hat. Aber nun gut, so ist es. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt trotzdem mal die Clips an, die wir hier besorgt haben. Ich werde dazu jetzt, ich glaube, Bilder sagen halt mehr als Worte. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt sinnvoll ist, da jetzt so groß drüber zu sprechen. Uns geht es jetzt hier nicht darum, jetzt einen Simulator kaputt zu reden. Uns geht es jetzt nicht darum, weil ich ein Lotus-Liebhaber bin, ja, oder sonst ein Omsi-Fanboy bin oder sonst irgendwas. Uns geht es einfach nur darum, einfach mal auch den Entwickler zu zeigen, wo wir Fehler sehen, was man vielleicht noch verbessern könnte, denn das Ganze ist ja trotzdem ja Early Access. Ja, das bedeutet, Fehler sind vorhanden, Fehler werden ausgemerzt, aber man muss die dann auch irgendwann mal bei Zeiten dann auch mal behandeln, die Fehler. Und dementsprechend machen wir jetzt hier mal so eine kleine Zusammenstellung und sonst, falls euch noch massive Fehler aufgefallen sein sollten, wie gesagt, dann nutzt da gerne die Kommentarfunktion und schreibt das gerne in die Kommentare. Und jetzt würde ich aber sagen, gucken wir uns mal die Clips an und dann sind wir mal gespannt, was da auf uns wartet. So, das Ganze fängt dann schon mal damit an, dass wir hier überlappende Texturen haben oder auch einfach fehlende Textur. Wenn man das Haus mal so ein bisschen direkter mal so ein bisschen anschaut, dann halt, ne, dann fällt das Ganze schon ein bisschen extrem auf. Wir haben sonst hier ja Texturen, die hier einfach irgendwie als Werbebanner irgendwie in den Fensterscheiben sein sollten, die dann aber einfach ja, weggerutscht sind. Wir haben ja fehlenden Sound, wenn wir uns das Ganze mal so ein bisschen anhören. Jetzt ist der Sound da, jetzt ist er weg. Ja. Jetzt gehen wir wieder raus, gehen wieder rein, zack, Sound ist wieder da, wir gehen raus, wir gehen wieder rein, zack, der Ton wieder weg. Also auch hier ein kleiner Fehler. Die Oberleitung hier sieht super interessant aus, ne? Wenn man sich das anguckt, wie weird das Ganze ausschaut, ja, dann sieht das nicht ganz richtig aus. Aber, naja, könnt ihr euch ja selber euer Bild davon machen, ob das so richtig sein soll. Sonst haben wir hier weiterhin, ja, interessante Texturen, ja, dass wir hier irgendwelche Steine einfach mitten drauf haben. Da steht ein Mülleimer einfach mittendrin. Also auf jeden Fall, die Gestaltung ist sehr interessant. Dann haben wir weiterhin auch hier so einen kleinen Glitch, wo wir einfach auf so eine Kante runterfallen und dann auf einmal super, super weird klein werden. Guck mal, jetzt sind die Stühle fast so groß wie wir. Ja, das ist halt auch so ein ganz, ganz komischer Glitch. Hier auch die interessante Textur, die sich doppelt wiederholt. Das ist uns damals schon bei dem City Driver negativ aufgefallen. Das ist hier auch wieder mit dabei. Hier sehen wir mal so ein Kurvenverhalten. Ja, wir sind da jetzt ein bisschen schnell drüber gefahren, aber schaut mal, wie die Bahn sich knickt extrem und dann der Nachschlag. Also, wenn so eine Straßenbahn so rumfährt, kann ich mir nicht vorstellen, dass das super gesund ist. Ja, der Kollege fährt jetzt auch gleich nochmal rückwärts. Da könnt ihr euch das nochmal ein bisschen anschauen, wie das dann ausschaut. Ja, sind wir ein bisschen langsamer. Ja, das ist nicht richtig. Also, da muss man auf jeden Fall definitiv nachbessern. So verhält sich keine Straßenbahn. Ja. Das ist schöner, man kann ja auch ein bisschen rückwärts fahren. So, ja, dann haben wir hier, das ist uns auch aufgefallen in der Matrix, das glitscht halt irgendwie weg. Das ist die neue Tram, die ja mit dazugekommen ist. Das passt irgendwie nicht so ganz mit den Texturen. Und genau, das ist jetzt zum Beispiel ein KI-Zug. Ja, wir können durch den ganzen KI-Zug einfach durchlaufen, da gibt es keine Kollision. Aber die Türen,
bei den Türen ist eine Kollision. Ja, wir können nicht durch die Tür. Sonst können wir durch die ganze Straße, aber durch die Tür können wir nicht durch. Super interessant. Ja, wir können auch nichts damit machen. Ja, wie gesagt, alle Türen können wir nicht durch, aber durch die Straßenbahn selbst können wir einfach so durchlaufen. Dann haben wir hier mal so ein Musikfestspiel hier. Es bimmelt hier alles, ja, also es klingelt und dröhnt und alles. So, wir steigen aus, ist weniger Sound, ja, weniger Alarm. Jetzt gehen wir wieder rein, gehen wieder zack, wieder raus und dann merkt ihr so, ne? Also, das ist, als ob wir durch eine Wand dann praktisch, denn, also die Tür zumachen, wieder aufmachen, ja, und der Krach dann dementsprechend leiser und lauter wird. Ja. Hier haben wir gelesen, hier stimmt die Texturen auch nicht überein. Guck mal, der schwarze Balken, ne, der geht schon weiter deutlich runter von der Scheibe. Ja, aber da war es ja nicht so. Hier auch super interessant, haben wir das Behindertensymbol für Rollstuhlfahrer. Ja, das ist auf der einen Seite überhaupt nicht sichtbar. Und auf der anderen Seite, wenn wir es denn sehen, ja, die Straßenbahnschiene, wieso glitscht es da so durch? Super interessant. Die Signale, die überhaupt keinen Pfahl mehr haben, die hängen da einfach so mitten in der Luft rum. Okay, das ja, kann man mal machen. Und sonst interessante Bauführung halt auch. Ja, hier endet einfach eine Straße. Also erstmal schon, dass das gar nicht alles eben ist. Ne? Das wurde einfach so ein bisschen hingeklatscht. Und dann endet hier einfach eine Straße mittendrin. Könnte man jetzt so sagen, es ist eine Einbahnstraße vielleicht. Aber na, da braucht man schon viel von sich. Aber ihr seht auch schon, wie die ganzen Texturen und die ganzen Bordsteine sich praktisch überlappen. Ja, das ist, da muss man ein bisschen drauf achten. Hier glitschen wir auch einfach jetzt in den Boden rein. Es sind auf einmal unter und ja, die Autos schweben auch teilweise in der Luft, also stehen noch nicht ganz unten. Ja, aber wir sind unter die Welt fast, also wir glitschen so zwischen der Welt. Ja, das ist halt, da hast du keine Kollision mehr, rutscht in die Welt runter und ja, kommst da halt auch nicht mehr so einfach raus. Bis du irgendwo, wo man wieder einen Punkt findest, wo dann wieder in eine Kollision greift und du dann praktisch wieder aus der Karte. Da haben wir es geschafft, aber guck mal, wie weit wir weg sind. Ja, Kermabank, das ist mir aufgefallen. Ne? Da sind einfach Texturen, die stehen irgendwie schräg. Ne? Da haben wir die Kermabar und die Kermabank. Natürlich ein und dasselbe. Hier sieht das halt aus, als ob das halt ein 3D-Objekt ist, was zu weit reingedrückt worden ist. Wenn wir uns das andere Objekt dann angucken, dann ist das halt schon deutlich weiter. Aber wie gesagt, wenn die Gebäude natürlich schief stehen, ja, dann kann man nicht einfach so Copy-Paste machen. Ja, auch interessant hier die Werbung, die einfach mitten in eine Tür glitscht. Okay, ja, hatte ich dann erklärt, das kann man mal machen. Ne, da hängt ein Stuhl durch. Ja, das ist dann halt schon, ja, das sind aber so kleinere Fehler. Ne? Also da ist das Fahrrad, genau, da glitscht das Fahrrad einfach so durch. Ist ja cool, kann man machen. Auch hier Blumenkästen, das ist super weird. Die hängen da einfach so, ne, an der Hauswand dran. Hat man schon sehr oft gesehen. Ja, hier geht's einfach. Oh, ja, das ist auch schön. Das sieht auch sehr gut aus. Da haben wir eine schräge Straße wahrscheinlich, die so schräg nach oben geht. Aber die Gebäude, ja, die wurden dementsprechend angepasst. Die stehen weiterhin gerade. Das kennen wir noch aus alten Omsi-Zeiten. Ja, da hat man sowas ja auch oft gemacht. Denn, ja, geht besser. Da muss man auf jeden Fall nochmal das Ganze nachpitchen. Ja, hier haben wir auf jeden Fall einen schönen Piepton. Der ist auch super. Ja, wenn man den Zielcode falsch eintippt, dann hast du dauerhaft einen Piepton. Sonst haben wir jetzt hier einen Glitch gefunden. Den hatten wir auch schon ein paar Mal gelesen. Da geht es um die Sichtweite. Da gibt es einen Grafikfehler. Schaut mal. Jetzt ist der Grafikfehler da. Guck mal. Ne, also Steven meinte so, er kann nicht durch die Tür rausgucken. Bei uns hat das ja ohne Probleme funktioniert. Ich sage, doch, das geht. Ja, und dann haben wir mal versucht, so das Ganze zu reproduzieren, den Fehler. Und siehe da, das ist die Sichtweite. Solltet ihr den Fehler haben, müsst ihr die Sichtweite hochstellen. Auch hier, ne, da ist es wieder. Wenn er zu weit weg geht, dann wird die Tür einfach schwarz. Obwohl sie offen ist. Also sie ist halt offen und wird schwarz halt. Ne? Komisch. Ja, das ist ja so mein absoluter Favorite. Ich kann sowas absolut nicht sehen. Ja, wenn sowas nicht wirklich so passt, dann kannst du sowas nicht machen. Dann mach doch einfach da eine 2D-Textur an der Hauswand ran und dann ist fertig. So wie man es halt früher von Omsi halt kennt. Aber ich meine, es sieht ja hübsch aus, wenn da so eine Fensterfront ist und alles was. Aber wenn sich das A wiederholt und dann die Wände innerhalb der Fensterscheiben sich befinden, dann sieht das super, super komisch aus. Wie gesagt, das ist mir damals so negativ bei der City Driver aufgefallen. Und leider ist es jetzt hier bei
City Tram jetzt ebenfalls wieder mit enthalten. Da war ich eigentlich schon einmal direkt eigentlich auf der Suche gewesen im Livestream. Ich habe es aber nicht gefunden, aber hier meine Bienchen, die haben es gesehen. Da, genau, das meine ich da. Hier, ne? Das geht nicht, das kannst du nicht bringen. Ich meine, wenn du mit der Straßenbahn vorbeifährst, siehst du es vielleicht nicht so auf den ersten Schlag, aber wenn du einfach mal so durchläufst, so, ne, dann, ja. Ist nicht schön, auf jeden Fall. Ist nicht schön. So, hier glitschen wir wieder unter die Welt. Also, das sacken wieder hier ein. Ja, das sind so gefühlt so super einfache Sachen. Ja, gucke. Wir sind jetzt praktisch unter der Welt jetzt einfach. Und einfach nur, weil du jetzt so zu einer Sehenswürdigkeit jetzt so praktisch läufst, jetzt so von der Karte. Ich meine, das macht man mal. Ja, aber hier muss man auf jeden Fall das ebenfalls noch ein bisschen anpassen. Das kannst du auf jeden Fall so nicht lassen. Ach, da geht's komischerweise, okay. Hier geht's. Ja, kannst du rüberlaufen, wenn du auf der Kante läufst, aber sobald du auf dem Weg läufst, glitscht du dann praktisch durch. Das ist auch gut. Einfach durchgefallen. Zack, bist unter der Karte. Nice. So, was haben wir denn hier Schickes? Da kann ich jetzt gerade gar nichts zu sagen, weil mir jetzt nicht ganz alle Videos angeguckt. Stehen. Ach so, okay. Hier steht jetzt die Türfreigabe. Es geht um die Türfreigabe. Geht nur, wenn man direkt an der Haltestelle steht. Also du kannst sie nicht außerhalb benutzen, die Türfreigabe. Ja, sonst hier auch Texturen wieder, die eigentlich in der Fensterscheibe hätten sein müssen, die jetzt aber vor der Tür hängt. Ein Rollo vor der Tür ist auch gut. Wie gesagt, also wir wollen das hier nicht alles schlecht drehen. Ja, das sind halt wirklich nur so kleine Hilfestellungen. Wie gesagt, davon wird es wahrscheinlich noch viel, viel mehr geben auf der Karte verteilt. Ja, aber irgendwann muss man ja auch mal Schluss machen. Oh, das war furchtbar gewesen. Ja, hier erstmal fehlt komplett die Textur. Ja, also da kannst du nichts machen. Ja. Einfach halb fertig gebaut mittendrin und dann guckt sie das an. Ja, da haben sie einfach diese Wohnungstexturen einfach in diese Fenster da reingeklopft. Das sieht super weird aus. Ja, das ist absolut nicht in Ordnung. Also das darf auch in der heutigen Simulation nicht mehr passieren. Guck dir das an. Ja, ich meine, von der Ferne sieht das halt irgendwie interessant aus, ja, aber wenn du dann halt da rangehst und du siehst, dass da einzelne Räume drin sind, in jeder einzelnen Scheibe. Nee, Leute, das, wie gesagt, heutzutage kannst du das nicht mehr bringen. Ich meine, jetzt kommt wieder die Frage, ja, wer läuft dann da draußen rum und so? Es passiert nun mal. Es passiert nun mal, dass du dich auch mal vielleicht mal draußen bewegst oder so. Es, wie gesagt, das sind alles nur so kleine Hilfestellungen an den Entwickler, um vielleicht da nochmal so ein bisschen nachzubessern. Ja, wir wollen das Spiel jetzt hier nicht grundlos kaputt drehen. Hier hinten hast du gar keine Kollision mehr. Du bist dann auch, ihr seht es ja selber, da bist du in der Regel halt nicht, ne? Da läufst du jetzt halt in der Regel jetzt nicht so lang. So, was war jetzt hier? Straßenbahn rollt, wa? Von selber. Zug bleibt gut an Schrägen stehen. Besonders der Anfahrsound. Okay, die Straßenbahn bewegt sich, obwohl keiner drin sitzt. Also, obwohl die Tür offen ist, eigentlich hättest du eine Haltestellenbremse. Jetzt fährt der Zug von alleine. Ja, das ist eine Realismus-Sache. Ja, da kann man auf jeden Fall das Ganze noch mal anpassen. Ja. Sehr gut. Soweit sind wir am Ende. Das waren erstmal so 30 Fehler, die jetzt uns persönlich so ein bisschen aufgefallen sind, wo wir das Ganze mal so ein bisschen zusammengetragen haben. Wie gesagt, uns geht es jetzt hier nicht um den großen Hate jetzt gegen View App oder gegen City Tram. Ja, es geht einfach nur, einfach mal zu zeigen, so pass mal auf, hier sind ein paar Stellen, da musst du definitiv nochmal nachkorrigieren. Wir werden nicht alle Fehler haben, ja. Aber wie gesagt, hier wäre es schön, wenn es da irgendwann mal bei Zeiten mal ein Update gibt und das Ganze dann ordentlich gefixt wird. Wir sind hier eigentlich, wie es schon im Fazit in dem Livestream gesagt hatte, auf einen relativ guten Weg, einen anständigen Straßenbahnsimulator zu bekommen, der vergleichsweise ja alleine steht erstmal, weil man muss ganz ehrlich sagen, Tramsim München und Tramsim Wien, schön und gut, ja, kann man mal machen, aber hier hast du ja so eine kleine Open World, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, wo du halt schon deine eigenen Linien planen kannst, wo du so einen kleinen Karrieremodus hast. Also wir sind hier auf einem verdammt guten Weg, hier einen anständigen Simulator zu bekommen.
bekommen. Und dementsprechend halt auch dieses Video jetzt dazu, um einfach zu zeigen, hier, lieber Entwickler, bitte kümmere dich darum, da hier sind deine Fehler, arbeite das Ganze jetzt ab, bring einen Day-One-Patch oder einen Day-Two-Patch raus, keine Ahnung, und dann korrigiere das Ganze. Auch bei dem Realismus muss man vielleicht nochmal so ein bisschen anpeilen. Wenn es natürlich um den Sound geht, ja, muss man anpassen. Die Straßenbahn darf nicht rollen, ja, wenn sie an einem Bergabhang steht, ja, und die Texturen, da müsste man vielleicht auch nochmal so ein bisschen, vielleicht nochmal so drüber nachdenken, ob das mit diesen Fensterscheiben soweit in Ordnung ist. Wenn man das Ganze wahrscheinlich patcht und dann kriegt man da auf jeden Fall schon einiges zum Laufen. Und vielleicht die Grafiktexturen da nochmal ein bisschen anpassen, dass man mit der Sichtweite vielleicht nicht ganz so komische Texturen da bekommt. Dann sind wir hier auf einem richtig, richtig guten Weg, einen anständigen Simulator zu bekommen. Der Weg bis dahin wird aber noch ein bisschen steinig sein, gehe ich mal stark davon aus, und wir werden natürlich noch bestimmt so die ein oder andere Macke dazu sehen, gehe ich mal auch stark davon aus. Also dementsprechend halten wir euch auf dem Laufenden, sobald neue Updates da sind, um mal zu gucken, sind die Fehler immer noch vorhanden oder hat man uns erhört und man hat da ein bisschen was vielleicht denn noch doch dran gebastelt. Wie gesagt, solltet ihr Fehler entdeckt haben in den ganzen City-Drammen, dann nutzt doch gerne die Kommentarfunktion. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ja, und vielleicht dann auch mal Punkt und Standort, wo ihr diesen Fehler bemerkt habt. Wenn es jetzt gravierende Fehler sind, wenn es jetzt hier so eine kleine Texturen sind, ja, dass ein Fahrrad jetzt mitten in der Luft hängt oder sowas. Ja, sowas können wir mal getrost jetzt erstmal so. Es geht jetzt erstmal um diese schwerwiegenden Sachen, dass man die relativ schnell rausfixt. Und dann, ja, sind wir, wie gesagt, meiner Meinung nach persönlich auf einem relativ guten Pfad. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch die Performance, die hat mich ja von Anfang an schon sehr, sehr überzeugt gehabt. Und ja, mal gucken, was daraus jetzt passiert mit dem City-Tram-Simulator. Dementsprechend, ja, verabschiede ich mich jetzt erstmal. Bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da, schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und bis denn.